Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stuntman Ignition, Folge 6, Junkyard. Das ist die andere Seite der Verfolgung der Bankräuber in Schnappen und Verduften. Es ist deine letzte Szene im Film. Du springst für die Creeks ein, die den Panzerwagen aufhalten wollen, um eine Belohnung zu kassieren und den Familienhof zu retten. Ist wieder eine Verfolgungsjagd, fall also nicht so weit hinter den Führungswagen zurück. Der Schlüsselstunt ist ein Sprung auf die obere Ebene der Ladenfront, krach durch das Geländer. Halte die Geschwindigkeit, wenn du oben bist, und spring am Sattelschlepper vorbei. Los, machen wir ein bisschen was kaputt. Gib da draußen alles, dann können wir zum Abschluss ein Fass aufmachen. Abschlussparty, Mann. Ich zieh mich aus. Das muss ich sehen, Mann. Ich mach den Bruce Lee. 3, 2, 1, Action. U-Turn. Drift nach links. Schau auf rechts. Fahr knapp am Auto vorbei. Durch die Lücke. Drift nach links. Schramme am Fahrzeug entlang. Schramme am Fahrzeug entlang. Folge dem gepanzerten Wagen. Drift nach rechts. Schau auf links. Krach in die Hütte. Drift nach links. Spring und triff das Geländer. Cool gefahren, aber vergiss die Verfolgung. 3, 2, 1, Action! Alles super geklappt, bis auf den Netz. Drift nach links. Schau auf rechts. Fahr knapp am Auto vorbei. Schramme am Fahrzeug entlang. Ja, jetzt habe ich wieder viele Fehler auch. Genau. Folge dem gepanzerten Wagen. Nach rechts. Schau auf links. Krach in die Hütte. Drift nach links. Spring und triff das Geländer. Cut! Du fällst zu weit zurück. Das sieht nicht gefährlich. 3. 2, 1, Action! U-Turn! Drift nach links! Schau auf rechts! Fahr knapp am Auto vorbei! Durch die Lücke! Drift nach links! Schramme am Fahrzeug entlang. Schramme am Fahrzeug entlang. Folge dem gepanzerten Wagen. Drift nach rechts. Schau auf links. Krach in die Hütte. Drift nach links. Spring und triff das Geländer. Cut! Du musst näher an dem Führungstyp. Bin ich
ich doch. Nur weil ich da runterfliege, bin ich gleich 1000 Meter weg oder was? U-Turn! Drift nach links! Schau auf rechts! Fahr knapp am Auto vorbei! Durch die Lücke! Drift nach links! Schramme am Fahrzeug entlang! Schramme am Fahrzeug entlang! Folge dem gepanzerten Wagen! Zeitpunkt 3000 Punkte, 132.766. Glückwunsch, Abzeichen verdient Hillbilly, verdient sie einen Stern in allen Wuppen in Horrorin 2.10. Glückwunsch, Taurus, Wallstar, Dominierung, Proleten auf dem Dach. Bonus, Freistall, Farbanpassung. Karrieremenü. Glückwunsch, Strike Force Omega freigeschaltet. Glückwunsch, Filmtrailer freigeschaltet. Okay, Pictures. Streng aus? Oh ja, Sie sehen streng aus, Sheriff. Sehr streng. Na, vielleicht reicht das ja, den Jungs zu zeigen, wessen Stadt das hier ist. Jim Bob. Strike Force Omega. Oh Mann, ich hab doch jemanden mit mehr Muskeln bestellt. Hi, ich bin Carl Steele, Regisseur und Star von Strike Force Omega. Nach 15 Jahren als Action-Superstar lassen Sie mich endlich einen eigenen Streifen drehen. Ich habe als Stuntman angefangen, genau wie du. Und sollte eigentlich selbst fahren, aber das Studio lässt mich nicht. Ich bin zu wertvoll. In Strike Force Omega geht es um eine geheime US-Sondereinsatztruppe, die eine Gruppe von Söldnern daran hindern soll, Massenvernichtungswaffen im ehemaligen Sowjetstaat Kirgisistan zu klauen.
Meistens springst du für mich ein, den knallharten Anführer Kommandant Black. Du fährst einen aufgemotzten Armeewagen mit einem Kaliber 50-Geschütz. Echt hart, mit großem Haar. Wie auch immer, viele Fans denken, dass ich meine Stunts selbst mache. Also sei lieber gut, ich habe einen Ruf zu verlieren. Muss mich für meinen nächsten Kampf fit machen. Ich sehe dich auf dem Set. Was? Du willst ein Autogramm? Hey Marcus, gib ihm eine von meinen Autogrammkarten. Es geht nichts über einen Regisseur, der am liebsten selbst fahren will. Ich habe schon früher mit Steel gearbeitet, der ist nicht leicht zufriedenzustellen. Aber er weiß, wie man einen spannenden Actionfilm macht, also können wir uns auf ein paar tolle Stunts freuen. Einige der Fahrzeuge im Film sind schwer gepanzert. Ein umgebauter Strandbuggy, ein Motorrad, ein schwerfälliger Sattelschlepper, der eine Scud-Rakete transportiert und Kommandant Blacks gepanzertes Angriffsfahrzeug, der Skorpion. Drehort ist vorwiegend offenes Wüstengelände, wo du auf lockerem Sand fährst, aber du musst dich auch durch die Strikeforce-Basis schlagen, in der du nicht gut manövrieren kannst. Du kannst auch zum ersten Mal Nitro verwenden, um noch mehr Geschwindigkeit für eine schnelle Flucht zu bekommen. Hör auf mich und achte auf deine Markierungen, dann sollten wir das hier elegant hinter uns bringen. Du fängst als einer der Jungs von Strikeforce Omega an und versuchst, eine gestohlene Scud-Rakete zurück zur Basis zu bringen. Du musst den Bus mit der Seite rammen. Ziel nicht direkt auf den Bus, dann kommst du zu weit ab. Ziel stattdessen auf die Kluft in der Brücke vor dir. Das bringt dich in die Spur, um erst den Bus zu rammen und dann die Kluft richtig zu nehmen. Okay, Stuntman, mal sehen, was du hinter dem Lenker von diesem Teil hinkriegst. 3, 2, 1. Action! Triff den Strandbuggy! Fahr zwischen den Strandbuggy durch! Triff die Lücke! Triff den Kampfbus! Schramme am Fahrzeug entlang! Durch die Lücke! 3, 2, 1. Action! Den Strandbuggy! Fahr zwischen den Strandbuggys durch! Triff die Lücke! Triff den Kampfbus! Schramme am Fahrzeug entlang! Durch die Lücke! Erledige die Motorräder! Triff den Strandbuggy! Knapp an den Explosionen vorbei. Triff die Lücke. Schramme am Fahrzeug entlang. Fahr knapp am Kugelhagel vorbei. Triff die Rampe. Drück die Aktionstaste. Cut. Bleib ganz locker, dieser... 2, 1, Action! Triff den Strandbuggy! Fahr zwischen den Strandbuggys durch! Triff die Lücke! Triff den Kampfbus! Schramme am Fahrzeug entlang! Durch die Lücke! Buggy. Erledige die Motorräder. Drei, zwei, eins, Action. Triff den Strandbuggy. Fahr zwischen den Strandbuggys durch. Triff die Lücke. Triff den Kampfbus. Schramme am Fahrzeug entlang. Durch die Lücke. Erledige die Motorräder. Triff den Strandbuggy. Fahr knapp an den Explosionen vorbei.
heißen Actionfilmstunt. Das war's für diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis dann.